Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Oh, Evoland, geh weg. Ja, der Kuckuck sagt auch nochmal Hallo. Und ja, wir waren ja hier stehen geblieben, haben ja mittendrin aufgehört, weil, ja, ich in TS einfach so halt jemanden bekommen habe. Ja, ich habe schon herausgefunden, dass wir diese Rüstungsrüstung nutzen müssen und mit der kann man über diese Stacheln laufen. Richtig nice. So, dann kann man hier wieder abstellen. Machen wir kurz die Kacke hier kaputt, ziehen sie wieder an und laufen einfach hier rüber. Simpel, wa? Gucken wir mal, was es hier gibt. Oh Gott, Spinnen. Ah, die können ja nicht so viel. Im 3D, in der 3D-Landschaft, also in der Zukunft, können die nicht so viel. Ich hoffe euch, auch die Musik hier gefällt mir wieder recht gut. Was passiert jetzt? Oh, wow. Muss ja eben mein Headset ein bisschen leiser machen, weil sonst brüllt mir die Musik ins Ohr. So. Das heißt, wir steigen jetzt wieder hier ein. Also wie der läuft, ey. Als hätte der Scheiße am Hintern. Ach so. Ja, sehr schön. Also Zelda-Stil ist auf jeden Fall ziemlich nice. Was willst du denn hier? So. Versuchen wir mal mit der alten das kaputt zu machen. Hat doch funktioniert, guck mal. Hier unten war auch noch irgendwas, dann müssen wir die Töpfe noch kaputt machen. So, Alte, sei mal da. Nice. So. Ich meine, wenn wir jetzt hier nicht alle Töpfe kaputt machen, das ist ja Swag Holo, Yolo, ne? Oh, oh, kratz, 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 kratz. So, guck mal, der liegt da wieder ein bisschen. So, hier müssen wir später rüber. Da müsste man eigentlich nochmal rüber, ne? Voll groß. Bla bla bla. Einsteigen. Das sieht echt aus, als hätte ich Scheiße in der Buchse, oder? Sorry, aber anders kann ich mir das jetzt hier nicht erklären. Was ist das hier? Warum ist hier überhaupt ein Pfad? Was, warum soll ich hier lang gehen wollen? Hallo, steig ein mit in deiner scheiß Ding-Kacke da. Das geht nicht. Irgendwas sagt mir, dass wir die Töpfe auch noch kaputt machen müssen. Mann, Mann, Mann. Passiert jetzt halt irgendwas passiert? So, hier unten war Nüsmi. So. Da war nix. Irgendwas. Ach so. Vielleicht kann man das irgendwie mit unserem kleinen Hulk, den wir hier haben, irgendwie. Weiß ich nicht. So. Nee. Au. Ach so, da sind noch mehr Platten. Guck mal. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Blöd? Ja, wahrscheinlich bin ich blöd. Ich bin wahrscheinlich so blöd wie ein Stück Scheiße. So. Da ist nix. Ich bin jetzt da, holt mich hier raus. Da ist nix. Jetzt will ich mal drauflegen. Oh. Wenn man mal nicht so blöd wäre wie Stroh, dann würde man wissen, dass man das machen muss. Ach, Kinders. Das kann doch nur ich, oder? Wie soll man denn jetzt hier wieder zurückkommen? Ach so. Oh, Leute. Ich krieg zu viel. Ich bin zu schlecht. So. Ja, geh auf. Da springt wieder unser scheiß Schleim rum.
Hey, genau das wollten wir erreichen. Super. Abgespeichert. Da könnte man jetzt noch was sammeln, aber habe ich jetzt keinen Bock drauf. Stimmt, eher wenn nur irgend so eine Kacke, die kein Mensch braucht. So. Gehen wir das mal in die Richtung, damit wir die Töpfchen hier kaputt machen können. Ja, Töpfe zu schlagen. Habt ihr bei Oma auch mal gern gemacht früher, oder? Was? Hab ich nie gesagt. Oh, ich hasse das, dass das immer so lange laden muss. So. Mir jetzt egal, ich komme hier rüber. Das ist das Wichtige. Oder auch nicht. Warte, machen wir das nochmal. Aber hier unten ist doch nichts, gell? Ja, da unten ist offenes Meer. So. An den Schatztruhe, keine Ahnung, wie wir da kommen sollen. Da muss wahrscheinlich jetzt der dicke Fettsack mal drauf springen. Hulk! Kannst du mal da bitte drauf springen? Danke, Hulk, du bist der Beste. Ach, ich weiß was. Ich weiß. Ich muss jetzt von der Seite aus die Scheiße da schlagen. Genau. Dann dreht das nämlich in die Richtung. Ah. Irgendwas ist hier in Zeituhr. Zeituhr. Was hat das denn bitte zu bedeuten? Ah, okay. Okay, ich weiß es. Pass auf. Wir gehen jetzt hier drauf. Haben jetzt Zeit. Schnell. Dreh die Scheiße. Da bist du halt auf das andere drauf und dann kommt die Schatztruhe hoch. Ja, komm, Ficalium Leviosa, mach. Ja. So, die beiden Juwelen können wir jetzt oben einsetzen gehen. Wenn ich die Scheiße hier noch fünfmal gedreht habe, ne? Dann erst natürlich, ganz wichtig. Ja, mach. Stirb. So, gehen wir nämlich hier hoch. Speichern den Stoß ab. Und zack. Da. Oh mein Gott. Oha. Kennen wir den nicht noch irgendwo her? Wer hat meine schöne Töpfe zu schlagen? Das war ja wohl mal ich. Ich mochte diese Töpfe. Oh. Ich erkenne euch. Ja, ich erkenne dich auch. Ihr habt meine Geistesfreunde aus dem Wald vertrieben. Und jetzt, wo ich neue Freunde habe, wollt ihr mir sie auch wieder fortnehmen? Ja. Ich wusste es doch. Wie ich sehe, bleibt mir keine Wahl. Ich muss euch loswerden, Scheiße. Hätte ich mal Nein gedrückt. Nein. Ich bin ja doof, ey. Ja. Jetzt haben wir den Ochsen hier am Hals. Genau so geht das. Yatai heißt er. Okay. Ich finde die immer so geil. Oh, ich glaube, wir haben sauer gemacht. Also der hat drei riesengroße Warzen am Rücken, wo einfach diese Pickel hier rausgesprungen kommen, ne? Oh Gott, ich hasse sowas. Oh. Wie? Lol. Ja, fucking Quies. Oh.
Jetzt kommt er bestimmt von unten oder von links. Weiß gar nicht, ob hier unten überhaupt hochkommt. Keine Ahnung. Das ist schon zu lange her, das weiß ich nicht mehr. Oh, oder nochmal von links, alles klar. Ja, lol. Das ist, wenn man zu blöd ist. Also man braucht jetzt zwei Kugeln, um den zu schlagen. Okay. Lol, aber war knapp, Ding, ey. Ich habe gerade meinen Tod schon gesehen. Kannst du mal aufhören, immer von derselben Seite zu kommen, du kleiner Knödel? Oh nein! Ja, ich kann deine Rotze schlagen. Ja, wenn hier nur zwei Kugeln liegen und ich eine verfehle, dann, ja, bin ich das eigentlich selber schuld. Jetzt liegt da eine. Alter, guck mal, wie schlecht die mal liegen. Leg mal hier Mitte. Leg doch mal hier eine in der Mitte. Wie? Du bist doch tot. Ich hab dich doch schon zweimal getroffen. Was ist das? Wichser. Eins, zwei, drei und zack, 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 zack. Nein! Huch. Ja, fehlt dir nur noch so ein Stückel. Jetzt flippt er hier aber komplett aus. Ey, du kommst aber auch nur von rechts. Du rechtsextremer kleiner Pups. Oh! Ja! Digitier dich! Woo! Alles gut? Ihr seid einfach zu stark. Tut mir leid, Freunde. Ich konnte euch schon wieder nicht beschützen. Aber wir wollten doch nicht eure Freunde angreifen. Ich sag die Wahrheit. Ich weiß gar nicht, wie ich sprechen soll. Ich sehe jetzt mal anders, ne? Wir brauchen nur eure Hilfe. Ihr seht stark genug aus, um den Felsbrock von der Maienbrücke zu entfernen. Der Felsbrock? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ihr habt uns aber zuerst angegriffen. Meine Güte, da habt ihr wohl recht. Ja, ich hab's aber auch hinausprovoziert. Verzeiht mir bitte. Ich dachte nur... Ich habe zu danken. Hä? Nach unserer Begegnung habe ich meine Meinung geändert. Weil ich so lange alleine gelebt habe, habe ich beschlossen, ein paar echte Freunde zu finden. Am Ende sind Menschen gar nicht so übel. Ha, ha, ha. Diese Geschichte mit den Geistern ist ewig her. Wie auch immer. Für euer Alter seht ihr echt gut aus, Frau. Falls ihr ein paar Tipps habt, wie ihr eure zarte Haut bewahrt, ich wäre vielleicht interessiert. Ich bin zwar kein Mensch, aber ich bekomme langsam Falten und... Hey, ich bin noch jung! Können wir nicht, können wir uns nicht einfach dringende Probleme kümmern? Ich will mein Volk weg. Also, wir müssen wir unbedingt kümmern werden. Leider fehlt mir die nötige Kraft dazu. Aber seid ihr nicht ein Dämon? Ja. Vielleicht könnte ich euch ja helfen. Geld! Seht es als Entschuldigung dafür, dass ich euch angegriffen habe. Wir Hüter sind in der Lage, uns Mana zunutze zu machen. Mana? Das hat mein Papa mal erwähnt. Es ist eine Art natürliche Energie. Es wohnt allen Lebewesen inne, aber in größeren Mengen, in großen Mengen kann es gefährlich werden. Ja, so ist es. Es heißt, man kann mit Mana die Stärke eines Dämonen erhöhen. Wie wär's, wenn ich euch meine Gabe gebe? Oder wenn ich meins gebe, was auch immer. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Garantiert 100% nachhaltig, umweltfreundlich und tot. Ist erledigt. Ich hoffe, es hilft. Geht jetzt. Ich muss mich auf einen Zauber vorbereiten. Der Kampf hat mich ausgelaugt. Es ist schon lange her, seit ich so viel geschwommen bin. Vielleicht sollte ich mir mehr Bewegung verschaffen und ein bisschen abnehmen. Fette Sau. Ja, Tai ist also auch ein Hüter. So wie der, dem wir in meiner Zeit im Wald begegnet sind. Mein Gott. Ich frage mich, ob sie irgendetwas mit der Magie zu tun haben. Habt ihr das gehört, Super Mario?
Wir müssen jene Person finden, die uns helfen kann, um das Mana zu verwenden. Ja. Hm. Wie wär's mit der pädophilen alten Hexe? So, jetzt müssen wir wieder den ganzen scheiß Weg raus. Steht mir nicht im Weg. Ich sollte das nicht machen, dann mache ich alles kaputt. Fuck you, guck nicht so blöd. Aber 3D, das ist jetzt in der Spielversion ist das auch viel angenehmer. Alles so detailliert und so gut gemacht und. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich werde einfach nur umgehen. So. So, Alte. Die schwebt sogar auf einem Mana-Klumpen, siehst du? Ach, was für ein netter junger Mann ihr doch seid. Was kann ich für euch tun, Zuckerstäuzchen? Ein Verbündeten wecken. Wisst ihr, warum ihr mich da bittet, mein kleines Pfirsichtörtchen? Erstens kann ich mit der Erweckung erst fortfahren, wenn ihr mir genügend Mana bringt. Mana ist diese Lebensenergie extrem seltenes Zeug. Und selbst dann stirbt die aufgeweckte Person, wenn die Erweckung ihn nicht akzeptiert. Das ist doch das Richtige, das wir machen, oder? Oh, entzückend. Ihr habt etwas Mana ausgegraben. Fangen wir mit dem etwas kräftiger Ausgebauten an. Er ist das ideale Versuchskaninchen. Ja, süße. Habe ich doch das Richtige ausgewählt. Level up! Aufwärts von Kräften. Klötes Kraft kann Stufe 2 erreichen. Hat Stufe 2 erreicht. Ihr könnt euch länger konzentrieren, um einen noch mächtigeren Angriff zu entfesseln. Ah, okay. Was kann ich für euch tun? Halt die Schnauze, Bitch. Verpiss dich. Bis bald, mein Gummi. Ich verstehe hier nur Bahnhof oder Gummi. So, jetzt gehen wir noch zur Brücke. Bla bla bla. Verpiss dich. Du warst letztes Mal auch schon mal hier. Fuck you, Eichhörnchen. So, verpisst euch. Ah, guck mal. Stufe 2 und bam. Tja, was guckst du jetzt, hä? Hallo? Hallo? Es kommt nicht auf vor. Toll. Ja, das ist der Text zum letzten Mal. Ich mal rüber. Ich dachte, der sagt jetzt irgendwie sowas von: Oh, du bist so stark, du hast voll die Eier. Ja, das habe ich. Okay, alles klar. So. Erekti! Schaut nur! Schaut euch das an! Oha. Was ist hier passiert? Wo ist mein Dorf? Meine Eltern, meine Freunde, alles weg! Ich hatte ja einen Verdacht, aber jetzt habe ich die Gewissheit. Das hier ist nicht unsere Zeit. Wir müssen herausfinden, was da los ist. Versuchen wir es in Genua. Dort sollte uns jemand sagen können. Ja. Dann gehen wir mal nach Genua, was sehr komisch aussieht, aber es sieht halt nur so aus. Okay, es ist alles ein bisschen nebelig. Reden wir mal direkt mit den Wachen. Gleich betretet ihr Genua, die großartigste Hauptstadt des Handels. Sorgt dafür, dass ihr keine Dummheiten macht, dann sorgen wir dafür, dass ihr in Sicherheit seid. Ist klar. Hier, das waren noch Zeiten, wo wir hier zu dem Markt gegangen sind. Wo wir am Markt gespielt haben, so. Ach, guck mal, eine Super Mario Pflanze, wie süß. Spoiler, was? Frag mal mit die Tussi hier. Um Himmels Willen, Marion! Habe ich nicht tausendmal gesagt, dass ihr die Laken nicht knittern sollt? Oh Gott, armes Mädchen, absolut keinen Sinn für Perfektion. Der größte Zerstörer verlangt nach Perfektion. Und ich diene dem Propheten, der den großen Zerstörer vertritt. Großer Zerstörer und Propheten. Aha. Hey Typ. Herr Schlamassel. Oh, es ist Herr Schlamassel! Seid gegrüßt, Bürger. Was kann ich für euch tun? Wer seid ihr? Ach, ich bin nichts weiter als ein bescheidener Händler aus einer langen Reihe von Händlern.
Mein Großvater übte bereits zur Zeit des Kaiserreichs den Beruf des Kaufmanns aus. Er war ein echter Held, der jenen half, die im Krieg nach Genua hinein oder dorthin weg wollten. Er hat vielen Leuten einen Gefallen getan und sein Geld mit harter Arbeit verdient. Ja, genau. Wir haben die harte Arbeit für ihn gemacht, du Spasti. So wurde das Haus Nebelhorn geboren. Eine recht schöne Geschichte, findet ihr nicht? Die große Katastrophe. Die große Katastrophe ereignete sich vor 60 Jahren am 50. Jubiläum des Sieges des Kaiserreichs über die Dämonen. Niemand weiß genau, was passierte, außer dass eine gewaltige Explosion den südlichen Teil des Kontinents ausradierte. Auch Genua kam nicht ganz ungeschoren davon. Und das Chaos, das folgte, führte schlussendlich zum Untergang des Reiches. Zum Glück waren die Händler da, um die Ordnung wiederherzustellen. Was kann ich für euch tun? Ja, wie die Händler, hä? Nach der großen Katastrophe waren mein Vater und seine Händlerfreunde für das Kaiserreich die Rettung. Sie gründeten den Rat, der die für Genuas Überlebenden nötigen Maßnahmen einleitete. Bei all dem Chaos musste jemand schnell handeln. Die Miliz wurde gegründet, um die Armee zu ersetzen. Das alte Kaiserreichs Steuersystem wich einem faireren System. Sie gaben den Leuten ihre Freiheit wieder. Seither steht alles allen Bürgern frei, Handel zu betreiben und reicher zu werden. Selbstverständlich werden alle Handelssöhne selbst Händler, aber immerhin steht die Chance allen offen. Okay, was ist das hier mit diesem Smog? Die Explosion der großen Katastrophe hinterließ ein klaffes Loch, das mit einer merkwürdigen Substanz gefüllt war. Da niemand genau wusste, worum es sich dabei handelte, nannten die Leute es Smog. Nicht Smog? Wir sagen jetzt Smog dazu. Unsere Wissenschaftler fanden bald heraus, dass sich der Smog als Energiequelle verwenden ließ. Die Händler erhoben Anspruch auf das Monopol, Smog zu kaufen und zu verkaufen und errichteten die Smogline, um ihn nach Genua zu transportieren. Seitdem wird alles hier mit Smog betrieben und jedes Mal, wenn jemand welchen verbraucht, fließt noch mehr Geld in die Taschen des Rates. Ist Technologie nicht was Wunderbares? So, das ist ja toll. Würdet ihr uns unter die Arme greifen? Falls ihr jemals einen Gefallen braucht, kommt ruhig zu mir. Es wäre mir ein Vergnügen, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um euch auf jede gedenkliche Weise zur Verfügung zu stehen. Gegen einen gleichwertigen Gefallen, versteht sich. Ich arbeite ja nicht kostenlos. Hahaha. Ha, ha, ha. Kostenlos. Hahaha. Ha, ha, ha. Wo gibt es sowas? Hahaha. Ha, ha, ha. So. Okay. Dann haben wir das besprochen. Freunde, wir gehen in die Stadt ins erste Haus und direkt. Ah, die große Katastrophe. Mein Dorf vom Smog verschluckt. Und steht euch an. Oh, und seht euch an, was aus Genua geworden ist, Erekti. Es ist das. Ist das wirklich unsere Zukunft? Er hat keine Dämonen erwähnt. Sie müssen sich irgendwo verstecken. Ich kann nicht glauben, dass sie sich alle in Luft aufgelöst haben. Das ist das größte Problem hier. Mein Dorf, meine Eltern, alle verschwunden. Erekti, wir müssen diese Katastrophe verhindern. Ich verstehe eure Angst, Fräulein Hilde. Wenn es jedoch tatsächlich möglich ist, den Lauf der Dinge zu beeinflussen, dann sollten wir mit der Rettung meines Volkes anfangen. Das lässt sich nicht ändern, Klöte. Die Niederlage der Dämonen ist Geschichte. Ich habe über sie in der Schule gelernt. Sie ist Teil der Vergangenheit. Doch was hier geschehen ist, das ist noch nicht passiert. In eurer Vergangenheit vielleicht, Fräulein Hilde. Für mich ist eure Vergangenheit aber meine Zukunft. Was aus dem Kaiserreich wird, das geht mich nichts an. Ich will, dass mein Volk am Leben bleibt und nicht von unseren Feinden ausgelöscht wird. Aber wenn das Kaiserreich die Dämonen nicht bezwingt, dann könnte sich alles ändern. Was ich damit sagen will, vielleicht würde es mich gar nicht geben. Es ist einfach zu riskant. Und was ist mit den Leuten, die hier und jetzt leben? Vielleicht verschwinden sie auch, wenn ihre Vergangenheit verändert wird. Macht euch das gar nichts aus? Aber wer weiß denn schon genau, was geändert werden kann und was nicht? Vielleicht existiert das alles ja schon. Vielleicht sind wir ja schon hergekommen, haben das alles getan und egal was wir machen, nichts lässt sich ändern. Wisst ihr was, Klöte? Ich weiß es einfach nicht, aber zumindest werde ich es probieren.
Mehr können wir nicht tun. Was ist mit euch, Erekti? Glaubt ihr, wir können die Zeit beeinflussen? Oh Gott, frag mich das bloß nicht. Zukunft, Vergangenheit. Heute ist das Morgen von gestern. Ah. Ja, ich denke mal schon. Na, seht ihr, Klöte. Erekti ist auch optimistisch, genau wie ich. Und wenn wir könnten, was glaubt ihr, sollten wir ändern? Beides. Danke, Super Mario. Ich wusste, dass ihr euch auf mich, dass auf euch Verlass ist. Seid ihr sicher, Erekti? Ziemlich riskant. Könnt ihr das Gleichgewicht der Welt aus den Angeln heben? Naja. Wir müssen aber trotzdem das Rad der Geschichte zurückdrehen können. Ich weiß nicht, worauf ich hoffen kann oder darf. Als allererstes müssen wir einen Megalithen finden. Da bin ich komplett eurer Meinung, Klöte. Lasst uns zur Bibliothek gehen und Informationen ausgraben. Ich habe das Gefühl, dass wir so einiges herausfinden werden, wo die Magniten... Blablabla. Habt ihr etwas davon gehört, Rekti? Brechen wir auf! Ja, also das haben wir ein bisschen viel Kontext und so. Hier, Vergangenheit, Zukunft, der Händler des Gildes, der Typ, der uns betrogen hat, beziehungsweise sein Großvater oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt erstmal ganz kurz einen Schluck trinken. Das ist ein bisschen viel. Oh, lecker Limo. So. Und... ja, bevor wir jetzt hier das Gehirn explodiert, würde ich sagen, war es das mit der Folge gewesen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, dass wir in die Bibliothek gehen und einen blöden Megalithen suchen. Der ist nicht blöd. Okay, ihr habt recht, er ist nicht blöd. Nach einem nicht blöden Megalithen suchen. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.